warum kaum jemand mehr Erstgespräche bucht und wie man heute auch wirklich wieder hochwertige Leads bekommt. Darum geht's hier. Mein Name ist Jonathan Laufer von Logical Lemon. Wir haben in den letzten Jahren mit über 500 Selbstständigen und Unternehmern gearbeitet und sie primär auf YouTube unterstützt, dass sie über ihren YouTube-Kanal mehr Reichweite und mehr Kundenanfragen bekommen. Und wenn man mit so vielen Unternehmen gearbeitet hat und auch regelmäßig neue Anfragen von Interessenten bekommt, dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl, was gerade im Markt funktioniert und wo es möglicherweise Probleme gibt. Von Interessenten höre ich regelmäßig, dass sie Schwierigkeiten haben, dass weniger Erstgespräche gebucht werden. Und im Wesentlichen vermute ich, dass es an drei Punkten liegt. Und zwar Grund Nummer eins: Viele Leute haben sich in der Vergangenheit bereits die Finger verbrannt an Überversprechen. Wenn neue Interessenten zu uns kommen, dann ist es häufig so, dass sie in der Vergangenheit schon mal irgendein Coaching-Programm oder eine Agenturdienstleistung in Anspruch genommen haben und damit nicht so zufrieden waren. Im Prinzip ist es so, also das, was Leute kaufen, ist ja auf der einen Seite das Endergebnis, also zum Beispiel einen flachen Bauch oder endlich einen Partner, mit dem sie ihr Leben verbringen können, oder beispielsweise einen YouTube-Kanal, der regelmäßig Leads gewinnt. Es geht aber nicht nur immer um das Ergebnis, sondern es geht ja auch um den Weg dahin. Intern nennen wir das immer die Wunderpille. Leute wollen ja immer, dass das Ergebnis schnell kommt, dass es sicher ist und dass sie nichts dafür tun müssen. Schnell, sicher, mühelos, die Wunderpille. Und wie die meisten Angebote auf dem Markt kommuniziert werden, ist, dass der Fokus sehr, sehr stark auf das Ergebnis gelegt wird und das Ergebnis dann häufig nicht geliefert werden kann. Also beispielsweise, dass dann gesagt wird, wenn du bei mir buchst, dann machst du so und so viel mehr Umsatz oder du kriegst so und so viel mehr Leads. Also das heißt, das ist ja das Ergebnis. Allerdings kann das eben häufig nicht geliefert werden. Worauf der Fokus weniger liegt, das ist dann eben der Weg dahin, wie man das Ergebnis erreicht. Und wenn man das umdrehen würde, also wenn man sagt, ja, du kriegst ein realistisches Ergebnis, aber ich sorge dafür, dass du es besonders schnell bekommst oder dass es quasi garantiert für dich funktioniert oder dass du annähernd nichts dafür tun musst oder so wenig wie notwendig, nun ja, dann wären das realistischere Versprechen und Leute würden sich weniger die Finger verbrennen. Nichtsdestotrotz, also häufig ist es eben so, aktueller Markt, dass der Fokus auf die Ergebnisse gelegt wird, die dann nicht gehalten werden können. Und das sorgt für verbrannte Finger aufgrund von Überversprechen. Wie sich das dann natürlich in der Praxis äußert, ist so, also das hier, wenn wir das einfach mal als Kreisdiagramm darstellen, dann war das früher die Anzahl an Erstgesprächen, die es gab, und heute sind es nun ja eben weniger. Wichtig, was verbirgt sich hier? Also in dieser Grafik ist nicht enthalten, ob jetzt der Markt schrumpft oder ob er jetzt gerade wächst, sondern hier geht es wirklich darum, also als relative Betrachtung, die Leute, die sich die Finger verbrannt haben, nun, die buchen jetzt natürlich deutlich zögerlicher Erstgespräche. Das heißt, es gibt hier einfach weniger, relativ gesehen. Der zweite Grund, den ich sehe, das ist eine Professionalisierung des Marktes. Und zwar gibt es immer mehr Konkurrenten und das führt zu einem digitalen Wettrüsten, weil ja niemand einfach ins Hintertreffen geraten möchte. Das heißt, je mehr Mitbewerber in einer Nische sind, desto eher stellt man fest, dass dann alle in hochwertige Fotos investieren oder in Branding-Websites oder dass sie Hochglanz-Testimonials haben. Also nicht nur in Zoom aufgenommen, sondern wirklich mit einem professionellen Videografen beispielsweise. Dass dann in Presseberichte investiert wird, dass es Erklärfilme gibt oder Imagefilme, dass einfach mehr Content-Marketing gemacht wird. Also das heißt, der Markt professionalisiert sich. Also hin von einem recht primitiven Markt bis hin zu nun ja einem professionellen. Und das ist total interessant, weil unser Business, das machen wir jetzt seit Ende 2019. Und damals, als wir angefangen haben, sah unsere Website in der Tat so aus. Also die bestand im Wesentlichen aus solchen Strichmännchen. Es gab kein einziges Foto von mir. Also es gab einfach keine Fotos von mir. Und trotzdem hat diese Webseite gut konvertiert. Also sie hat uns unsere ersten Kunden gebracht. Und heute würde das einfach nicht mehr funktionieren. Aber damals hat es funktioniert, weil wir entweder einer der ersten Anbieter oder möglicherweise sogar der erste Anbieter überhaupt für eine YouTube-Beratung für Selbstständige und Unternehmer waren, mit dem Fokus, mehr Kunden zu gewinnen. Also nicht um YouTuber zu werden, um mehr Reichweite zu bekommen, sondern mit dem Fokus da entsprechend über YouTube Kunden zu gewinnen. Also waren wir eben einer der ersten oder vielleicht der erste Anbieter und darum hat es damals gereicht mit so einer Website. Heute würde das allerdings nicht mehr reichen. So, das heißt, der Markt professionalisiert sich. Wie wirkt sich das jetzt in der Praxis aus? Nun, wir haben uns vorher ja schon dieses Kreisdiagramm angeschaut, also
weil sich viele Leute die Finger verbrannt haben, geht die Nachfrage runter. Aber wir haben eben noch diesen zweiten Effekt. Und zwar, also früher gab es halt eine Handvoll Marktteilnehmer, ein, zwei, drei Leute vielleicht, und hatte man so eine Gleichverteilung in den Erstgesprächen. Aber da sich jetzt der Markt professionalisiert, hat man eine Umverteilung. Und zwar der den besten Außenauftritt hat, also zum Beispiel die besten Fotos, beste Website, die besten Testimonials, beste Presseberichte oder Erklärfilme, Imagefilme und natürlich insbesondere auch das beste Content-Marketing. Nun, der macht jetzt natürlich überproportional viel mehr der Erstgespräche. Also das heißt, es verteilt sich zu den Marktführern um und dadurch wirkt es für alle, die jetzt nicht gerade Marktführer sind, so, als würde es weniger Erstgespräche geben, weil es es ja auch effektiv für sie gibt. Und auch hier wieder natürlich wachsende oder schrumpfende Märkte sind natürlich jetzt nicht hier in dieser Grafik mit drin. So, und jetzt gibt es noch einen dritten Grund, und zwar ein geändertes Kaufverhalten, der folgt eigentlich direkt aus dem zweiten. Früher war es so, wenn ich jetzt eine Dienstleistung wollte oder wenn ich ein Problem habe, dann habe ich einfach kurz recherchiert, wen gibt es denn jetzt eigentlich an Anbietern? Das waren ja vielleicht nur ein oder zwei oder dreimal zur Abwechslung. Dann hat man einfach Beratungsgespräche gebucht, um sich beraten zu lassen und hat dann einfach eine Kaufentscheidung getroffen für genau den Anbieter, der einen halt am besten gefallen hat. Das hat sich heute umgedreht und zwar ist die Recherchephase signifikant länger geworden, weil es jetzt auch einfach mehr zu recherchieren gibt. Gab es ja früher einfach gar nicht. Und weil man jetzt einfach viel länger recherchiert, weil es mehr gibt, treffen zunehmend auch mehr Leute die Kaufentscheidung schon in der Recherchephase. Das heißt, es dreht sich hier um. Ja, die Kaufentscheidung wird schon in der Recherche getroffen und danach wird dann das Beratungsgespräch gebucht, wenn man sich eigentlich schon sicher ist, dass man eigentlich kaufen will. Das heißt, Erstgespräche gehen mehr Richtung Bestellungen annehmen, wenn man das richtig macht. Warum sich übrigens genau diese Kaufentscheidung hier umdreht, das besprechen wir dann später noch im Detail. Das wird sehr, sehr interessant, weil man das ja auch beeinflussen kann, dass man in der Recherchephase genau diese Informationen zur Verfügung stellt, die Leute sehen müssen, damit sie schon eine Kaufentscheidung treffen können. Das wird super spannend, aber mehr dazu später. So, das heißt, wenn wir jetzt mal ein Zwischenfazit ziehen, dann werden jetzt relativ gesehen deutlich weniger Erstgespräche gebucht. Einmal durch einen Mangel an Vertrauen wegen verbrannter Finger. Bei immer weniger Anbietern, die einen immer professionelleren Außenauftritt haben. Also es gibt zwar mehr Anbieter, aber Leute buchen bei weniger Anbietern. Und zwar die besonders professionell wirken. Und zwar drittens, sofern sich Interessenten fast schon sicher sind, dass sie tatsächlich kaufen wollen. Das heißt, Erstgespräche sind also nicht tot für Marktführer, aber für alle anderen wirkt es so, weil eben die Anzahl der Erstgespräche für sie tatsächlich zurückgeht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie löst man das denn? Und hier wird häufig zu einer scheinbaren Lösung gegriffen, also die nur scheinbar hilft. Also es wirkt, als würde sie helfen, tut es aber nicht ganz. Und zwar müssen wir uns dafür einmal kurz den klassischen Erstgespräch-Funnel anschauen. Wie ist der eigentlich aufgebaut? Also der klassische Erstgespräch-Funnel ist der einfachste Funnel, wie man ihn bauen kann. Und zwar hat man irgendeine Traffic-Quelle, also zum Beispiel Werbung oder man macht Content-Marketing, wie dieses YouTube-Video hier beispielsweise. Oder ja, irgendwas halt, also wo einen Leute entsprechend sehen. Ja. Und diese Leute, die schickt man dann einfach auf eine Beratungsseite, auf eine kleine Landingpage, auf der man sich ein Erstgespräch buchen kann. So hat der klassische Erstgespräch-Funnel früher sehr gut funktioniert, eben auch damals für uns, als wir noch unsere Zeichenmännchen-Webseite hatten oder Landingpage. Es war nicht mal eine echte Website. So, das funktioniert jetzt aber heute nicht mehr aufgrund der genannten Gründe, insbesondere auch durch das mangelnde Vertrauen. Es buchen ja jetzt weniger Leute bei den allermeisten Menschen. Und die Lösung, zu der gegriffen wird, ist, dass man jetzt hier einfach in die Mitte zwischen Traffic und Erstgespräch einfach nochmal einen Lead-Magneten reinklemmt. Lead-Magneten, das können beispielsweise Webinare sein oder E-Books oder Bücher oder also günstige Kurse in Anführungszeichen. Also wenn jetzt so eine Hochpreisdienstleistung einige 1.000 Euro kostet und man verkauft so einen Kurs vielleicht für 200 Euro, dann kann das als Lead-Magnet dienen. Also damit wird man ja nicht reich, sondern das macht man, um Leads zu gewinnen. Also das heißt, das ist ein Lead-Magnet und kein Hauptoffer jetzt, obwohl man dafür Geld verlangt. Es können auch zum Beispiel Analysen sein, Kanalanalysen, Portfolioanalysen und so weiter. Also das heißt, hier werden Lead-Magneten dazwischen geklemmt, weil man eben nicht mehr die Anzahl an Erstgesprächen bekommt. So, machen wir einen kurzen Ausflug zum Thema Lead-Magneten, weil das jetzt relativ relevant ist. Also wenn man sich das jetzt einfach mal so schematisch so vorstellt, man hat hier einerseits deine Interessenten und hier ist dein Angebot. Dann trennen deine Interessenten von deinem Angebot hier ein ganz tiefer Graben, der eben besteht aus einem Mangel an Vertrauen, aus diesen verbrannten Fingern und so weiter und so fort.
Das heißt, Leute hätten gerne dein Angebot, aber es trennt sie dieser Graben. Und dieser Graben, der ist gefüllt mit Lava, in der Haie schwimmen, um es mal drastisch auszudrücken. Das heißt, niemand traut sich hier über diesen Graben drüber, weil es einfach so angsteinflößend ist. Man könnte ja viele Tausend oder 10.000 Euro verlieren und natürlich auch Monate und Jahre seines Lebens, wenn man mit dem falschen Anbieter arbeitet. Also das heißt, hier diese Sorge ist schon berechtigt. Was, das ist jetzt das Hauptproblem, es besteht ja nicht genügend Vertrauen. Was jetzt ein Lead-Magnet tut, ist, dass man zwischen deinen Interessenten und dein Angebot quasi hier nochmal so einen Stein dazwischen packt. Und dadurch wirkt dieser Graben in der Tat überbrückbarer. Da kann man ja jetzt dann einfach so quasi rüberspringen. Das heißt, es ist weniger Vertrauen notwendig, einfach an den Lead-Magneten anzufordern. Und dieser Lead-Magnet, der gibt ja grundsätzlich auch Vertrauen, wenn er gut gemacht ist natürlich, durch eine positive Interaktion. Also weil sich dann Leute mehr mit dir beschäftigen, zum Beispiel in einem Webinar oder in einem Kurs oder so etwas in der Richtung, dann baut das ja Vertrauen auf und dadurch wirkt dann diese Lücke hier auch wieder überbrückbarer, wenn man den Lead-Magneten richtig macht. Also so werden die eingesetzt, das ist die Idee dahinter. Dazu sollten wir jetzt einen ganz kurzen Crashkurs einmal machen, wie man Lead-Magneten eigentlich richtig einsetzt, dass sie dann tatsächlich, ganz wichtig, hier auch dieses Vertrauen aufbauen durch die positive Interaktion, weil sonst bringt der ja einfach gar nichts. Also, Lead-Magneten sind im Wesentlichen eine vollständige Lösung für ein Teilproblem deines Interessenten, welches gratis oder signifikant günstiger herausgegeben wird und für ein Folgeproblem sensibilisiert. Das Ganze ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, darum schauen wir uns das jetzt einfach mal anhand eines Beispiels an. Also, machen wir das einfach mal Praxisbeispiel für unser Angebot, dass man einen YouTube-Kanal als profitable Lead-Quelle für sein Business erschließt. Wenn wir jetzt einfach mal Teilprobleme auflisten, die Interessenten haben, zum Beispiel ein Teilproblem ist, wie drehe ich und schneide ich überhaupt Videos? Keine Ahnung, wie das geht, habe ich nie gemacht. Wie richte ich denn jetzt eigentlich meine Kulisse ein, dass das auch einfach hochwertig aussieht? Weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Wie richte ich denn jetzt eigentlich einen YouTube-Kanal ein? Welche Einstellungen gibt es denn da zu beachten, dass meine Videos dann auch entsprechend gefunden werden? Keine Ahnung, habe ich nie gemacht. Was muss ich denn in meinen Videos sagen, damit ich jetzt auch schnell die ersten Anfragen gewinne und da jetzt nicht Monate und Jahre einfach warten muss, sondern dass das halt mit den ersten Videos schon klappt? Wie muss ich meine Videos auf den Algorithmus optimieren, damit ich dann eben auch entsprechend mehr Klicks bekomme? Das sind alles einzelne Teilprobleme. Für einen Lead-Magneten können wir uns jetzt eines dieser Teilprobleme rauspicken. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das blau hinterlegte, wie richte ich eigentlich mein YouTube-Studio ein? Und dazu könnte man jetzt einfach einen Kurs bauen, das perfekte YouTube-Studio einrichten. Der kostet dann meinetwegen 197 Euro, weil welchen Preis würde man sonst nehmen? Und in diesem Kurs gibt man eine vollständige Lösung für dieses Teilproblem. Ja, vollständige Lösung. Wir erklären komplett, wie man sein YouTube-Studio einrichtet für eines der Teilprobleme. Das jetzt signifikant günstiger rausgegeben wird als unser Hauptangebot. Eine Zusammenarbeit mit uns kostet etwas mehr als knapp 200 Euro. Und dieser Kurs sensibilisiert jetzt aber für ein Folgeproblem. Und zwar in diesem Kurs ist natürlich dann auch entsprechend geistige Brandstiftung enthalten, dass YouTube-Videos ohne den richtigen Aufbau und ohne Algorithmusoptimierung quasi nutzlos sind. Also das heißt, worum es hier eigentlich geht, ist, dass wir zeigen, jetzt hast du zwar ein tolles YouTube-Studio, aber das bringt dir quasi nichts. Also es ist schön, wenn deine Videos gut aussehen, aber gut aussehende Videos konvertieren nicht. Das, was wirklich konvertiert, das ist der Inhalt der Videos. Und nur wenn man das richtig macht, nur dann können deine Videos konvertieren. Und selbst das ist eigentlich egal, weil wenn du sie nicht richtig auf den Algorithmus optimierst, dann kriegst du halt einfach überhaupt keine Views und dann haben dir die Videos auch nichts gebracht. Das heißt, dieser Lead-Magnet gibt sehr viel mehr Wert, ja, weil er einfach das Teilproblem löst. Sensibilisiert aber auch für ein Folgeproblem. Also so gehen Lead-Magneten richtig. In der Praxis sehe ich das natürlich dann auch häufig, also weil wir immer wieder eben auch Anfragen von neuen Interessenten bekommen, die halt dann schon eine ganze Handvoll Lead-Magneten gebaut haben, die halt dann häufig nicht funktionieren. Zum Beispiel wird einfach die falsche Zielgruppe angezogen, da sind keine Wunschkunden dabei. Gehen wir einfach direkt wieder zum Praxisbeispiel. Wenn ich jetzt nicht den Kurs machen würde, das perfekte YouTube-Studio einrichten, wenn ich ihn so nennen würde, das perfekte YouTube-Studio einrichten, dann hätte ich wahrscheinlich ganz viele Leute dabei, die jetzt YouTuber werden wollen. Also die beispielsweise irgendwelche Gaming-Videos machen oder so. Nicht unsere Zielgruppe. Ganz uninteressant für uns. Das heißt, wenn ich da nicht aufpasse, wie ich diesen Kurs aufziehe, kann ich mir die
falsche Zielgruppe anziehen und dann bringt mir dieser Lead-Magnet gar nichts. Dann habe ich ganz viele Anfragen, denen ich aber nie was verkaufen kann, weil sie gar nicht in meiner Zielgruppe sind. Und das klingt natürlich logisch, wird aber häufig in der Praxis falsch gemacht. Also ich denke, die meisten Lead-Magneten, die ich so gesehen habe, optimieren vorbei an der eigenen Zielgruppe. Also nicht ein paar, sondern wirklich die meisten. Also das kann man hier sehr, sehr leicht falsch machen. Dann kann es auch sein, dass die falschen Lead-Arten angezogen werden. Also am Ende des Tages für den Hochpreisvertrieb brauche ich ja immer die Telefonnummer, weil Hochpreisverkauf ist ja dann übers Telefon. Wenn Angebote einige 1.000 oder 10.000 Euro kosten, dann geht das ja nicht mehr über eine Landingpage. Jetzt kann es halt sein, dass ich dann aber nur die E-Mails habe oder dass ich über Direktnachrichten gehe, die ich ja dann wiederum in diese Nummern konvertieren muss. Also ja, hier, das Problem ist eigentlich das. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgend so ein PDF machen würde mit 5 Tipps zu irgendwie meinem Hauptoffer, die ich theoretisch auch ergoogeln könnte in 2 Minuten als interessant, dann würde ich dafür meine Nummer nicht hergeben. Das heißt, dieser Lead-Magnet würde mir halt einfach die falsche Lead-Art anziehen. Also niemand gibt die Nummer und dann kriege ich halt irgendwelche Direktnachrichten, aber dann habe ich da wieder richtig viel Aufwand in dem Vertriebsprozess. Da gehen wir gleich nochmal mehr im Detail ein. Also das hier, das wird auf jeden Fall auch häufig falsch gemacht. Und zu guter Letzt auch die falsche Lead-Qualität wird angezogen. Es gibt nämlich immer so eine, das ist wie so eine Waage zwischen Qualität und Quantität. Je mehr mein Lead-Magnet an dem Hauptoffer dran ist, desto höher ist die Lead-Qualität. Also beispielsweise, wenn ich jetzt, Beratungsgespräche sind sozusagen ja auch eine Art Lead-Magnet. Man berät ja wirklich kostenlos im Tausch gegen die Kontaktdaten eines Interessenten. Und Beratungsgespräch-Leads haben die höchste Qualität, die haben die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit. Das Gegenstück davon wäre jetzt ein E-Book beispielsweise oder so ein kleines PDF. Das lädt man sich einfach mal so runter. Das heißt, da sind Leute noch nicht sonderlich investiert, die sind sich noch gar nicht sicher, ob sie jetzt deine Lösung haben wollen. Und darum laden das ganz viele Leute runter, die ganz weit weg von der Kaufentscheidung sind. Das heißt, ich kriege eine schlechte Lead-Qualität, aber ich kriege eine hohe Quantität. Und das ist im Prinzip so wie so eine Waage. Also je höher die Lead-Qualität, desto weniger bekomme ich davon und umgekehrt. Und wenn ich jetzt einen Lead-Magneten baue, der mir zwar viele Leads anzieht, aber in schlechter Qualität und ich bin jetzt Einzelkämpfer oder habe vielleicht nur 1-2 Vertriebsmitarbeiter, dann ist das einfach Zeitverschwendung, weil ich dann die ganze Zeit mit unqualifizierten Leads den ganzen Tag spreche und letzten Endes keinen Umsatz daraus mache. Das heißt, ich arbeite mehr für weniger Geld und das ist natürlich dann auch ein ziemlich schlimmer Fehler. Also das ist jetzt einfach hier nur mal so ganz oberflächlich allgemein zum Thema Lead-Magneten. Für alle, die es interessiert, kommentier einfach gerne mal, wenn du da Interesse an einem ausführlichen Video in diesem Stil hast, also so wie dieses Video jetzt hier, dann kann ich dazu mal etwas Ausführlicheres machen, wie man Lead-Magneten am besten einsetzt und was es da zu beachten gibt. Okay, so. Das Problem mit Lead-Magneten ist allerdings, also wir haben damit ein paar Probleme. Der Sales-Prozess wird deutlich komplizierter. Ich meine, das, was wir in dem einfachen Erstgespräch verhandelt haben, wir haben irgendwo Traffic und schicken den auf dem Erstgespräch und dann greift der Vertriebsprozess. Super einfach. Das ist mega gut. Wenn ich jetzt aber meinen Traffic erstmal auf einen Lead-Magneten schicke, zum Beispiel auf ein Webinar, nun, dann habe ich da auf jeden Fall in der Praxis Probleme, weil jetzt muss ich dafür sorgen, konvertiert meine Webinar-Landingpage. Dann tauchen die Leute zum Webinar auf. Dann muss ich da zum Beispiel eine E-Mail-Serie entsprechend split-testen, dass das funktioniert. Dann ist mein Webinar überhaupt so interessant, dass das Leute von vorne bis hinten anhören. Dann ist das Webinar so gut, dass Leute dann letzten Endes auch das entsprechende Kaufinteresse entwickeln. Dann, wenn ich jetzt beim Webinar mir nur die E-Mail-Adressen geholt habe statt der Telefonnummern, wie kriege ich die jetzt dann eigentlich konvertiert in Telefonnummern? Also da sind wir hier bei der Lead-Aufwertung, also dass ich aus Direktnachrichten Nummern mache oder dass ich aus E-Mails Nummern mache, weil nur dann greift der Vertriebsprozess. Das heißt, es ist einfach signifikant komplizierter geworden. Also man hat halt einfach mehr Arbeit, wenn man mit Lead-Magneten arbeitet, im Vergleich zum klassischen Erstgesprächwandel. Also signifikant mehr Arbeit. So, und das zweite Problem ist, und das ist eigentlich das Hauptproblem, für den Lead-Magneten ist ja nach wie vor auch Vertrauen für die Eintragung notwendig. Und dieses Vertrauen ist ja eben zunehmend schwerer zu bekommen, weil sich ja im Laufe der Zeit immer mehr Leute die Finger verbrennen und weil es ja immer mehr Konkurrenten gibt. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass dieser Lead-Magnet hier quasi so wegwandert, also dass diese Lücke einfach größer wird. Und weil diese Lücke größer wird, trauen sich Interessenten dann nicht mehr rüber zu springen. Jetzt könnte man ja in diesen Lavagraben fallen. Und darum nimmt die Conversion jetzt auch von diesen Lead-Magneten ab. Also ich muss mich ja für einen Lead-Magneten eintragen, ich muss meine Kontaktdaten hergeben, dafür brauche ich Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das nimmt ja ab im Markt. Genau, das ist jetzt eigentlich das Hauptproblem mit den Lead-Magneten.
Das heißt, wenn wir hier mal ein Zwischenfazit ziehen, Leadmagneten sind wirklich nur scheinbar eine Lösung für das Thema, dass ich jetzt mehr Kunden bekomme, weil sie eben den Vertriebsprozess komplizierter machen, ich habe mehr Aufwand damit und das Kernproblem ist ja einfach gar nicht gelöst, dass ich ja immer noch Vertrauen brauche. Übrigens, was ich damit nicht sagen will, ist, dass Leadmagneten schlecht sind. Also Leadmagneten sind wirklich grundsätzlich schon eine sehr, sehr gute Sache und es ist sinnvoll, die zu haben, wenn man sie zum richtigen Zeitpunkt einsetzt und wenn man sie richtig macht. Aber diese Leadmagneten lösen ja nicht die Ursache, den Mangel des Vertrauens. Und da ist jetzt die Frage, nun ja, wie löse ich das denn eigentlich? Und dann muss ich ja auf der Ebene ansetzen, also ich muss ja da Vertrauen aufbauen, wo noch keine Eintragung notwendig ist. Das heißt, ich muss hier beim Traffic ansetzen. So, wie geht das denn jetzt in der Praxis? Also, wenn wir jetzt das Problem bei der Wurzel anpacken wollen, dann müssen wir mehr Content machen. Und hier ist, also was ist mit Content gemeint, sollten wir uns vielleicht mal anschauen. Also es können YouTube-Videos sein, wie dieses hier beispielsweise. Man könnte auf LinkedIn natürlich posten, man könnte Presseberichte haben, man kann auf Facebook aktiv sein, man könnte einen Blog schreiben, auf Instagram irgendwelche Reels und Stories und so weiter machen. Man kann auf TikTok sein, man kann ein Buch schreiben, man kann einen Podcast machen oder einen Zeppelin chartern. Also Zeppelin steht jetzt hier stellvertretend für jegliche Art von, nennen wir es mal Brand-Marketing, also Litfaßsäulen bekleben oder irgendwelche Vereine sponsern oder so, dass man halt einfach von vielen Leuten gesehen wird. Also das hier ist im Prinzip damit gemeint. So, und jetzt ist ja nicht jeder Content gleich. Machen wir mal ein wenig kontroverses Statement. Warum konvertiert denn ein Buch besser als ein Facebook-Post? Oder warum konvertiert denn ein YouTube-Video besser als ein Reel? Oder warum konvertiert denn ein langes Video besser als ein kurzes? Also ich glaube nicht, dass das jetzt hier viele Leute anzweifeln würden, dass es so ist. Die Frage ist ja eigentlich, warum ist das so? Warum konvertiert denn dieses Buch besser als ein Facebook-Post? Nun, ich habe darüber ein bisschen nachgedacht und ich sehe im Wesentlichen drei Gründe dafür. Und zwar, Nummer eins ist Vertrauen durch gemeinsame Zeit. Also wem vertraut man denn mehr? Einerseits einer flüchtigen Bekanntschaft, zum Beispiel jemand, den man öfter mal an der Kasse sieht, im Supermarkt oder im Fitnessstudio oder sowas, oder seinen Freunden. Also ganz klare Antwort, man vertraut natürlich seinen Freunden mehr. Aber warum ist das eigentlich so? Nun, ich denke, es liegt daran, dass ich einfach mehr Zeit mit dieser Person verbracht habe. Also je mehr Zeit ich in Summe mit einer Person verbringe, desto höher wird das Vertrauen. Kennt man ja auch vielleicht, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist und da Leute kennenlernt. So am ersten Tag ist da noch nicht sonderlich viel Vertrauen da, aber wenn man einfach mal ein paar Tage miteinander verbringt, nun ja, umso höher wird das Vertrauen. Oder wenn ich jetzt auf einem Event jemanden kennenlerne und mich länger unterhalte, umso größer wird das Vertrauen. Das heißt, Zeit, gemeinsam verbrachte Zeit, ist eine sehr wichtige Komponente im Vertrauensaufbau. Aber ich glaube nicht, dass es schon ausreichend ist. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, und zwar Vertrauen durch Tiefe. Weil wem vertraut man denn mehr? Jetzt beispielsweise seinen Arbeitskollegen, die man ja irgendwie dann doch den ganzen Tag sieht. Also jetzt in einem Großkonzern hier am Wasserspender sozusagen. Wenn man sich dann hier über das Wetter unterhält, ja, dann hat man zwar viel Interaktion mit seinen Arbeitskollegen, aber wie ist es denn jetzt mit dem besten Freund beispielsweise? Da ist halt einfach viel mehr Tiefgang da. Da spricht man auch über Themen, die man normalerweise nicht mit Leuten teilen würde. Das heißt, es geht nicht nur um die absolut verbrachte Zeit, die man gemeinsam hat, sondern auch um die Tiefe, die in dieser Interaktion stattfindet. Also flüchtiger Smalltalk, auch wenn er aufsummiert genauso viel Zeit ist, wie man, oder mehr Zeit, wie man eigentlich mit seinen besten Freunden verbringt, sorgt für weniger Vertrauen. Also das heißt, je mehr Tiefgang die Interaktion hat, desto größer wird das Vertrauen. Merken wir uns bis hierhin schon mal, Vertrauen wird aufgebaut durch möglichst viel gemeinsam verbrachte Zeit, die möglichst eine hohe Tiefe in der Interaktion hat. So, ich glaube, es gibt noch einen dritten Grund, warum Bücher zum Beispiel jetzt deutlich besser konvertieren als ein Facebook-Post. Und der ist mega interessant. Also der ist mega interessant. Also ich bin besonders stolz hier auf diese Darstellung, an der habe ich lange gebastelt. Und zwar, ich glaube, man kann es so sagen, es geht um Lücken, die ein Interessent im Verständnis hat. Also das, was hier schematisch dargestellt ist durch diese einzelnen Steine, das sind alles Ideen oder alle Ideen, die ein Interessent verstehen muss, bevor er dann letzten Endes kauft. Alle diese Ideen müssen der Reihe nach verstanden werden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, darum mache ich jetzt mal ein Praxisbeispiel, das einen extrem hohen Transfer hat auf dein eigenes Business. Und zwar, ich habe hier nur mal ein paar der Ideen runtergeschrieben, die ein Interessent
verstehen muss, bevor er sich für eine Zusammenarbeit mit uns entscheidet. Und wie gesagt, also ganz hoher Transfer auf dein eigenes Business. Das heißt, es lohnt sich hier besonders aufmerksam zuzuhören, weil es hier erstmal unterschiedliche Kategorien gibt an Sachen, die jemand verstehen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass du dann auch einige dieser Marketing-Engel direkt für dich übernehmen kannst. Also die erste Oberkategorie, die jemand verstehen muss, ist, man kann online überhaupt mal Kunden gewinnen. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die sagen dann, ja, wir haben das schon immer so gemacht, online ist nicht notwendig oder haben wir mal probiert, für uns klappt das nicht oder zu spät dran, jeder ist ja schon online, wir brauchen das nicht mehr. Das heißt, jemand muss erstmal grundsätzlich verstehen, dass man Online-Kunden gewinnen kann. Das ist die Voraussetzung, dass jemand auch YouTube für sein Business nutzen will. So, jetzt könnte man ja Werbung machen oder man könnte Content-Marketing machen. Das heißt, das, was wir machen müssen, ist halt vermitteln, ja, Werbepreise steigen immer weiter, Werbekonten werden regelmäßig zufällig gesperrt, die Werbung läuft nur, solange du zahlst, was, wenn du jetzt mal nicht zahlen möchtest, dann kriegst du keine Leads mehr. Content ist allgemein beispielsweise jetzt glaubwürdiger als Werbung. Werbung ist ja unterbrechend. Leute wollen ja in der Regel diese Werbung gar nicht sehen, sondern sie wollen ja das anschauen, was sie eigentlich gerade anschauen wollten. Also das heißt, Content-Marketing hat halt Vorteile. So, jetzt gibt's ganz viele Möglichkeiten, wie man Content-Marketing machen kann. Jetzt muss man YouTube mit anderen Plattformen vergleichen. So, ja, YouTube hat halt die beste Auffindbarkeit in den beiden größten Suchmaschinen. Bei Google und YouTube sind dann Unternehmen. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Also insofern, hier wird man gefunden, wenn man gefunden werden will. Außerdem wird man auf YouTube entdeckt über die Startseite. Videos haben ein Viralitätspotenzial. Die können Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende Views sogar bekommen innerhalb kürzester Zeit. YouTube-Videos sind langfristig, das heißt, sie bringen über Jahre noch Klicks und Kunden im Gegensatz zu einem Facebook-Post, der ist nach einer Woche tot. Man kann in Videos seine Persönlichkeit einfach viel mehr zeigen. Man kann einfach viel besser visualisieren, zum Beispiel im Vergleich zum Podcast. Also so ein Schaubild wie dieses hier kann man ja in einem Podcast gar nicht darstellen, weil wie? Es ist ja ein Bild. Ja, also das hier ist der nächste große Punkt. Jetzt gibt es Leute, die zweifeln an YouTube. Ja, meine Zielgruppe ist nicht auf YouTube. Das heißt, da muss jemand die Idee verstehen. Ja, doch, ist sie eben schon. Also auf YouTube ist mittlerweile jeder. Und man braucht nicht viele Videos, sondern wenige Videos reichen aus für einen Return. Und das dauert jetzt auch nicht lang. So, das kann man innerhalb von wenigen Wochen haben, dass man dann die ersten Kunden über einen neuen YouTube-Kanal gewinnt. Dann gibt es Zweifel zur Umsetzung. Die können jetzt extern sein. Ja, ich habe nicht genug Zeit oder diese technischen Herausforderungen. Das ist komplett kompliziert, wie man so eine Kamera bedient. Braucht man aber gar nicht, weil man auch Smartphones nutzen kann und so weiter und so fort. Dann gibt es die Zweifel zur Umsetzung, die sind dann eher intern, also dass dann jemand an sich selber zweifelt und denkt, ja, aber ich habe ja nicht genügend Content-Ideen, wie soll ich das denn machen? Oder ich habe halt einfach Angst, dass mich Leute ablehnen, wenn sie mich im Internet sehen. Oder ich glaube halt nicht, dass ich gut vor Kamera bin oder der Lernaufwand ist zu hoch und ich habe da Schwierigkeiten, mir neue Sachen beizubringen, sowas in der Richtung. Also das ist eine komplett neue Kategorie an Ideen, die man verstehen muss. Dann gibt es die Kategorie, ja, also selbst wenn jemand das hier alles verstanden hat, dann heißt das ja immer noch nicht, dass er jetzt bei uns Kunde wird, sondern dann geht es jetzt weiter mit, ja, aber warum soll ich denn überhaupt jetzt starten? Also dass man da zum Beispiel, es gibt immer drei Engel, die funktionieren. Das eine ist Verlust, das andere ist Stagnation und das andere ist, der nächste Punkt ist Gewinn. Also zum Beispiel, man muss halt verstehen, okay, wenn ich das nicht mache, dann verliere ich Marktanteile oder ich bleibe halt in der schlechten Lage, in der ich gerade bin. Oder ich hätte jetzt die Aussicht, endlich mal zu wachsen und mir neue Marktanteile zu sichern. Und hier zu guter Letzt, jetzt müssen wir auch noch klarstellen, warum man das nicht selber machen sollte, sondern mit uns oder nicht auch mit Wettbewerbern oder sowas in der Richtung. Also, dass wir halt schnell, sicher, mühelos, ja, die Wunderpille von am Anfang, dass wir eben schnell, relativ gesehen, die schnellsten Ergebnisse bringen, dass wir die sichersten Ergebnisse bringen, weil wir die besten, die meisten, also relativ gesehen die meisten oder auch in absoluten Zahlen die meisten Erfolgsgeschichten haben. Dass es mühelos ist, also dass es relativ gesehen der kleinste Aufwand ist, wenn man das mit uns macht oder mit dir macht in dem Fall. Oder dass hier ja einfach Sympathie da ist durch Ähnlichkeit, durch Kompetenz, durch Werte und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben das jetzt ein bisschen ausführlich angeschaut, weil ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich einfach mal die Gedanken macht, was muss denn eigentlich ein Interessent hier alles an Ideen verstehen, damit er eine Kaufentscheidung treffen kann? Also das sind wirklich die Ideen, die man muss die verstanden haben, sonst kauft ja jemand bei uns nicht. Und jetzt haben wir das in der Praxis folgende Herausforderung. Und zwar gibt es Lücken in diesem Verständnis. Das heißt, ein Interessent kann bis dahin gehen, naja, so eine kleine Lücke, die ist vielleicht überspringbar, aber wenn es jetzt hier eine größere Lücke ist, dann geht es nicht weiter. Und diese Lücken im Verständnis, die müssen wir schließen mit unserem Content. So, noch ein paar Erklärungen hier zu dieser Grafik. Der Übergang von Blau zu Rot, den habe ich jetzt einfach mal so gebaut. Also ab hier sagen wir, gibt es die Bereitschaft für ein Erstgespräch. Das, was in einem Erstgespräch ja letzten Endes passiert, also jemand hat schon verstanden, dass das grundsätzlich eine gute Lösung für ihn ist und hat jetzt dann noch so letzte Fragen zur Umsetzung, ob das eben sicher auch für ihn funktioniert. Da sind dann nur noch ganz wenige Lücken offen. Sagen wir mal, es gibt 100 Ideen
Und 90% davon müssen im Marketing behoben werden und die letzten 10, die kann man dann auch entsprechend in einem Sales Call machen. So, also das heißt, diese Verständnislücken, die müssen halt dann im Beratungsgespräch letzten Endes aufgefüllt werden und das ist die Aufgabe eines Vertrieblers. Je schlechter Marketing war, ja, desto mehr Lücken sind natürlich dann noch vor dem Beratungsgespräch entsprechend da und umso länger sind Verkaufsgespräche, umso mehr Zweifel bekommt man an den Kopf geworfen und ja, umso nerviger sind letzten Endes die Beratungsgespräche. Kann man also jetzt im Prinzip als Fehler im Marketing sehen, beziehungsweise als Chance. Also wenn man die Verkaufsgespräche, also es ist ja so, je mehr Lücken ich bereits im Marketing schließe, desto einfacher wird der Verkauf und Verkaufsgespräche ähneln dann immer mehr Bestellungen. So, und wenn man jetzt gerade nicht gerne verkauft, dann muss man ja eigentlich nur besser werden im Marketing, dass man einfach schon mehr von diesen Lücken schließt. Theoretisch, wenn man alle diese Lücken geschlossen hätte, dann könnte man tatsächlich am Ende wirklich nur noch Bestellungen annehmen und sein Angebot automatisiert verkaufen. Schon sehr interessant. Also, es geht jetzt auf jeden Fall darum, oder warum ein Buch besser konvertiert ist als ein Facebook-Post, weil es einfach diese Lücken im Verständnis besser schließen kann. So, jetzt gibt es hier noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar diese Lücken im Verständnis, ich muss die in der richtigen Reihenfolge schließen. Und zwar, niemand hört er jetzt zum Beispiel bei Punkt 10 zu, bevor er Punkt 4 nicht verstanden hat. Also das konkretes Praxisbeispiel, jemand, der sagt, ich möchte gar kein Content-Marketing machen, ich möchte nur Werbung machen, der würde mir ja nicht zuhören, wenn ich sage, ja, aber YouTube ist trotzdem, also auch wenn du Zweifel hast, ob du gut vor Kamera bist, die kriegen wir schon gelöst, YouTube ist eine super Sache für dich. Wenn ich jetzt hier mit Punkten anfange, die sind für den gar nicht relevant. Also das heißt, ich muss diese Informationslücken in der richtigen Reihenfolge entsprechend vermitteln. Nur dann funktioniert es ja. Nur dann kann ja jemand hier Stück für Stück da entsprechend lang gehen. So, und das sind dann übrigens auch die Gründe, warum jetzt ein Buch viel besser konvertiert als ein Facebook-Post, weil ich halt einfach in der richtigen Reihenfolge viel mehr von diesen Lücken schließen kann. Darum konvertiert auch ein YouTube-Video besser als ein Reel. Zum Beispiel in diesem Video kann ich ja jetzt auch viel mehr Verständnislücken schließen, als das jetzt, also wir sind jetzt hier gerade bei 30 Minuten, als ich das jetzt in einem 30-sekündigen Reel machen könnte. Ist ja auch klar. Und warum ein langes Video einfach besser konvertiert als ein kurzes. Also, weil ich diese Lücken im Verständnis schließe. So, das heißt, jetzt ziehen wir mal ein Zwischenfazit. Wenn wir also einerseits dieses Vertrauen aufbauen, was wir ja unbedingt brauchen, weil das geht ja im Markt zurück. Wenn ich dieses Vertrauen aufbaue durch gemeinsam verbrachte Zeit, sowie Vertrauen schaffe durch die Tiefe und die Lücken im Verständnis in der richtigen Reihe schließe, ja, dann gibt es wieder viel mehr warme Erstgespräch-Leads. Also viel mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das denn? Wie mache ich das denn jetzt in der Praxis? Und ich habe da ein super interessantes Beispiel, ein Fallbeispiel. Und zwar haben wir dieses Video veröffentlicht, mein gesamtes YouTube-Wissen enthüllt, ultimativer Workshop. Das war jetzt vor circa 4 Wochen. Wie man hier sehen kann, es ist ein recht langes Video, es geht über 2 Stunden. Und was uns dieses Video gebracht hat, das ist total krass. Innerhalb dieser ersten 4 Wochen, in denen das Video jetzt online ist, hat es nachweislich 60.000 Euro an Auftragsvolumen gebracht. Also Leute, die dann explizit gesagt haben, nachdem sie bei uns Kunde geworden sind, dieses Video war ausschlaggebend, dass ich mich jetzt gemeldet habe und dass ich mit euch arbeiten wollte, innerhalb von 4 Wochen. Nachweislich schon 60.000 Euro gebracht. Und es sind natürlich noch viele weitere Anfragen entstanden, die wir jetzt halt noch nicht bearbeitet haben. Da ist ja immer ein gewisser Zeitversatz, bis man dann entsprechend alle Gespräche führen kann. Und außerdem ist dieses Video ja erst 4 Wochen online und YouTube-Videos, die werden ja auch in Monaten oder Jahren noch gesehen. Das heißt, dieses Video, das sammelt jetzt weiterhin fleißige Aufrufe für uns. Und das ist schon extrem krass. Also dieses Video ist im Prinzip ein Paradebeispiel dafür, für den Vertrauensaufbau durch einerseits gemeinsam verbrachte Zeit, 2 Stunden ist viel Zeit, andererseits durch die Tiefe. Ja, das ist halt einfach, das ist halt kein oberflächlicher Schnickschnack, sondern das geht halt wirklich hier in die Tiefe rein. Also das heißt, wir haben den Vertrauensaufbau und wir können die Lücken der Reihe nach schließen. Also im Prinzip erfüllt das alle diese Voraussetzungen. So, ganz interessant auch in der Praxis. Also früher, noch also vor ein paar Jahren, hatten wir signifikant weniger Inbound Leads, als wir das jetzt heute haben. Also viel weniger Inbound Leads heißt Leute, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ich würde gerne Kunde werden bei euch. Und unsere Customer Journey, also der
die Laufzeit zwischen dem ersten Kontakt, dass uns jemand kennengelernt hat und bis er dann letzten Endes Kunde geworden ist, die war signifikant länger. Wir haben das regelmäßig auf unseren Kundenevents gefragt. Also wir veranstalten immer Events mit unseren Kunden, dass wir uns auch mal im echten Leben treffen. Und die meisten Leute haben früher gesagt, naja, ich kenne euch schon viele Monate, teilweise sogar, ich kenne euch schon ein paar Jahre. Heißt, früher waren wir sehr schlecht darin, dieses Vertrauen aufzubauen, beziehungsweise diese Lücken zu schließen. Und heute sind wir einfach signifikant besser darin, weil wir jetzt so viel mehr Inbound-Leads haben und eine viel, viel kürzere Customer Journey, teilweise nur wenige Wochen oder also im Extremfall sogar nur wenige Tage, dass jemand sich dann also ein, zwei von diesen sehr langen Videos bei uns anschaut und dann tatsächlich Kunde werden möchte. Hatten wir früher nie. Das ist absolut, absolut erstaunlich, wie gut das Ganze in der Praxis funktioniert. So, also das heißt, das ist eine sehr große Stärke. Und die wichtigsten Punkte sind, man kann eben dadurch so gut Vertrauen aufbauen und das ist genau das, was man ja heute im Markt einfach braucht, weil sich so viele Leute die Finger verbrannt haben. Und man kann einfach genau diese Informationslücken schließen, damit Leute viel kaufbereiter sind und die Verkaufsgespräche angenehmer sind. Das ist super. So, neben dem Umstand, dass man YouTube dafür nutzen kann, welche Gründe gibt es denn eigentlich noch, warum die Plattform so gut ist? Da haben wir nochmal ein paar spannende Sachen. Und zwar, wenn wir uns einmal kurz überlegen, warum führt denn eigentlich jetzt fast jeder Verkaufsgespräch im Hochpreisbereich? Also klar, um die letzten Informationslücken zu schließen, aber eben auch, weil nichts so überzeugend ist wie ein echtes Gespräch. Also wir Menschen, wir kaufen ja auch von anderen Menschen, weil wir uns da entsprechend wohlfühlen. Diese Verkaufsgespräche, die werden aber nicht von Angesicht zu Angesicht in der Regel geführt, also nicht mehr, sondern häufig beispielsweise über Zoom. Also diese klassischen Zoom-Beratungscalls. So, und so ein Zoom-Call, was ein Interessent hier sieht, das ist ja ein Video. Er sieht dich ja auf seinem Bildschirm, er hört dich ja über seinen Lautsprecher. Das heißt, er sieht effektiv ein Video von dir. Klar, das ist interaktiv, aber es ist nichtsdestotrotz ein Video. Und das ist ein großer Vorteil, warum YouTube so gut ist oder warum Videos so gut ist, weil sie so überzeugend sind wie du. Deine Videos haben ja im Prinzip die perfekte Zielgruppenkenntnis, weil das sind ja Kopien von dir. Das sind ja digitale Vertriebsklone, wenn man so will. Das heißt, sie wissen genau, wie deine Zielgruppe tickt, weil du das weißt. Deine Videos sind genauso überzeugend wie du, weil sie ja Kopien von dir sind. Das, was du eins zu eins in einem Zoom-Call machst, das kann man ja auch eins zu viele machen, eins zu N sozusagen, über YouTube. Deine Videos können unendlich Schlagzahlen machen. Also du kannst halt immer nur mit einer Person reden, aber deine Videos können halt mit Hunderten oder Tausenden Leuten sprechen. Auch dieses Video hier, das können sich ja Hunderte oder Tausende Leute anschauen. Und ich muss es nicht jedes Mal neu erzählen. Die Videos, die machen natürlich auch, also arbeiten 24/7, auch wenn man selber mal im Urlaub ist und klären Interessenten über das eigene Angebot auf. Sie sind nie krank, sie wollen keine Gehaltserhöhung und kontaktieren Interessenten immer zum genau richtigen Zeitpunkt, weil ja jemand sich freiwillig dafür entscheidet, jetzt eines deiner Videos zu sehen. Im Gegensatz zu Kaltakquise zum Beispiel, die ja in der Regel nie zum passenden Zeitpunkt kommt, sondern immer dann, wenn Leute eigentlich gerade was Besseres zu tun haben und davon dann eigentlich genervt sind. Das heißt, der erste Vorteil von Videos allgemein ist, dass sie einfach wahnsinnig stark überzeugen, weil sie halt im Prinzip wie ein Verkaufsgespräch sind, nur eben inskaliert. Der zweite Vorteil von YouTube ist, dass es so eine starke Auffindbarkeit hat. Und zwar, wenn jetzt ein Interessent sich für dich interessiert, also zum Beispiel deinen Firmennamen oder deinen Namen in Google eingibt, was sieht er dann? Nun, er sieht YouTube-Videos, weil Google und YouTube ja ein Unternehmen sind. Die gehören ja zusammen. So, das heißt, da tauchen YouTube-Videos immer auf. Und wenn man jetzt nicht gerade in der größten Suchmaschine, also in Google sucht, nun, dann ist direkt die zweitgrößte Suchmaschine YouTube. Also, das heißt, Vorteil 2 ist, man wird auf YouTube auch entsprechend gefunden. Vorteil 3, der ist noch krasser eigentlich, und zwar wird man entdeckt. Deine Videos, die tauchen einfach bei Interessenten auf. Wenn man jetzt einfach mal auf YouTube geht, dann werden einem da ja Videos vorgeschlagen, die grundsätzlich für einen interessant sind. Ist hier dann zum Beispiel auch ab und an so Videos, die für Unternehmer relevant sind. Zum Beispiel hier von einem Steuerberater oder hier von Alex Hormozi. Und da kannst du dich ja, also die meisten, denke ich, kennen Alex Hormozi. Ist ja mittlerweile der bekannteste Business-Influencer, wenn man so will, der Welt geworden. Und also ich meine, woher kennen ihn denn Leute? Es ist ja nicht, dass sie nach ihm gesucht haben, sondern sie haben ihn halt entdeckt. Wahrscheinlich einfach hier bei sich auf YouTube auf der Startseite. Das heißt, durch YouTube-Videos wird man einfach entdeckt. Und der nächste Vorteil ist vielleicht sogar mein Lieblingsvorteil. Wenn man jetzt Content macht, um Vertrauen aufzubauen, um diese Lücken im Verständnis zu schließen, kann man ja auch zum Beispiel LinkedIn, Facebook oder Instagram machen. Und was man hier hat ist, also wenn man jetzt einen Facebook-Post macht, dann wird er am ersten Tag von ganz vielen Leuten gesehen und am nächsten Tag wird er vielleicht immer noch von ein paar Leuten gesehen und am dritten Tag immer noch. Aber spätestens nach einer Woche ist er tot oder nach einem Monat. Ich meine, wie oft siehst du Facebook-Posts 10 Monate alt sind? Das passiert halt einfach nicht.
Wenn ich jetzt also auf demselben Niveau der Sichtbarkeit bleiben möchte, dann muss ich ja die ganze Zeit, im Prinzip muss ich jeden Tag nachproduzieren, nur um auf der Stelle zu bleiben. Dann geht es ja nicht mal voran, weil diese Posts ja dann einfach wieder tot sind. Das heißt, ich habe mir ein goldenes Hamsterrad gebaut, in dem ich halt die ganze Zeit laufen muss, nur um auf derselben Stelle zu bleiben. Bei YouTube ist das anders, und zwar, wenn man mal so auf die Startseite schaut, ist ja wahrscheinlich schon aufgefallen, da werden ja regelmäßig Videos angezeigt, die sind halt einfach Monate oder einfach viele Jahre alt. So, das heißt, der vierte Vorteil von YouTube ist diese Langlebigkeit der Videos. Das heißt, ja, du wirst am ersten Tag von vielen Leuten gesehen und am zweiten Tag von weniger und nach ein paar Tagen passiert nicht so viel mit dem Video. Aber dann gibt es sogenannte Promotionszyklen. Das heißt, deine Videos, die werden immer wieder von YouTube neu entdeckt und so an neue Zuschauer ausgestrahlt. Also dann gibt es hier mal wieder einen Wachstumspeak, dann passiert in der Zeit halt nicht so viel und dann gibt es wieder den nächsten Wachstumspeak und das über Monate und Jahre. Das heißt, bei YouTube ist es so, man macht halt einmal ein Video und profitiert über Monate und Jahre davon und das ist halt einfach der Hammer. So, das heißt zusammengefasst, was bringt einem YouTube eigentlich? Nun ja, einmal die Überzeugungskraft, also die Videos, die bringen halt einfach richtig gut Kunden, darum haben wir uns ja hier einmal auch kurz die Fallstudie angeschaut. Dann zweitens, man wird gefunden. Drittens, man wird entdeckt. Und viertens, für immer, selbst wenn man nur einmalig Aufwand reinsteckt, also wenn man tatsächlich nur ein Video produziert. Insofern ist YouTube da einfach eine unfassbar starke Leadquelle. So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere hier schon einen YouTube-Kanal möglicherweise hat und dann feststellt, naja, ich kriege jetzt aber nicht so viele Leads, wie ich das gerne hätte. Warum habe ich denn so wenig Leads? Gucken wir uns doch hier einfach mal an, woran das in der Regel liegt. Also, was, wenn dein YouTube-Kanal kaum noch Leads bringt? Schauen wir uns an, woran es nie liegt und woran es immer liegt. Also, woran es nie liegt, ist, YouTube funktioniert für mein Angebot nicht. Ich habe bisher tatsächlich noch kein einziges Angebot gesehen. Wichtig, erklärungsbedürftiges Hochpreisangebot. Das ist immer so die Voraussetzung, dass YouTube Sinn macht. Wenn man jetzt sowas verkauft wie Brotdosen oder sowas, dann würde ich erstmal nicht YouTube empfehlen. Aber wenn es jetzt um hochpreisige Angebote gibt, die erklärungsbedürftig sind und die man normalerweise in einem Sales Call erklärt, dann ist YouTube extrem sinnvoll. Und zwar gibt es nur zwei Voraussetzungen, dass YouTube einfach funktioniert. Ja, deine Zielgruppe nutzt das Internet, weil dann finden sie dich. Jemand, der googelt, der sieht auch deine YouTube-Videos. Und zweitens, du hast halt entsprechend die Zielgruppenkenntnis, dass du Videos machen kannst, die halt dann auch wirklich für dich verkaufen. Weil nur wenn du dein Angebot verkaufen kannst, dann können auch deine Videos dein Angebot verkaufen, das ist ja klar. Also Videos sind ja kein magischer Conversion-Mechanismus, der einem einfach die ganze Zeit Leads bringt, sondern es ist ja nur eine digitale Kopie von dir. Und wenn du gut verkaufen kannst, dann können es auch deine Videos. Und da ist die Voraussetzung, du hast halt dein Angebot bereits an mehrere Menschen verkauft. Also wenn man es vielleicht 10-mal verkauft hat, dann geht es so langsam los, wo ich sagen würde, ja, das ist schon eine ganz gute Zielgruppenkenntnis. Und je öfter man es verkauft hat, desto einfacher wird es natürlich. Und wenn man jetzt einfach mal ein paar hundert Kunden hatte, beispielsweise, oder 100, dann wird es allerhöchste Eisenbahn. Also allerhöchste Eisenbahn. Genau, also unter diesen Voraussetzungen funktioniert YouTube einfach garantiert. So, mehr ist es nicht. Das heißt, YouTube funktioniert grundsätzlich schon. Ist halt die Frage, warum funktioniert es dann in der individuellen Situation nicht? Und das liegt in der Regel am Content, dass einfach der falsche Content gemacht wird. Wobei es so ist, also es gibt ja nicht so, dass man sagt, genau das ist der falsche Content oder genau das ist der richtige Content. Also es ist nicht binär. Es gibt nicht nur diese zwei Optionen, sondern es ist ein Spektrum. Es geht ja darum, wie richtig ist jetzt dein individueller Content? Machst du genug von dem richtigen Content, der auch entsprechend gut konvertiert, oder machst du zu viel von einfach dem nicht richtigen Content? Was genau das bedeutet, schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber hier vielleicht nochmal als Vorwort. Es ist halt jetzt pauschal sehr schwer, das in einem YouTube-Video für alle zu beantworten. Also dafür haben wir dann auch individuelle Analysen in einer kostenlosen YouTube-Beratung. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, kannst du sie auf logicallemon.de einfach mal buchen. Okay, schauen wir uns an, mit welchem Content denn jetzt YouTube tatsächlich mehr Leads bringt. Also was ist denn jetzt der richtige Content? Dazu teilen wir einmal ein in leere Nischen und in volle Nischen. Also in leeren Nischen ist es sehr, sehr einfach, Kunden zu gewinnen. In vollen Nischen ist es etwas schwerer. Was genau ist damit gemeint? Also häufig im B2B ist YouTube total einfach. Also wenn man jetzt in irgendeiner spitzen Nische ist, sagen wir mal, man hätte jetzt Druckereien oder sowas als Zielgruppe, dann ist es sehr einfach, mit YouTube da entsprechend darüber Leads zu gewinnen, weil es einfach quasi überhaupt keinen Konkurrenten gibt und keinen Konkurrenzdruck. Das heißt, man kann sehr simple Videos machen, die einfach gut konvertieren. Also im Prinzip sind dann die Videos, die man da macht in einer leeren Nische, wenn man kaum Mitbewerber hat, Videos, die so sind wie ein Verkaufsgespräch, also das, was man üblicherweise in einem Verkaufsgespräch macht, nur halt eben aufgeteilt in einzelne Videos. Also, dass man einfach mal das Angebot so erklärt, dass Interessenten verstehen, was habe ich denn eigentlich hier für einen Nutzen davon?
dass man andererseits Fehlverhalten adressiert, also seine Interessenten darauf aufmerksam macht, dass das, was sie gerade tun, einfach nicht in der Praxis funktioniert, um ihr Problem zu lösen. Dass man dann irgendwelche Einwände und Zweifel löst, dass man da einfach mal Fallstudien zeigt oder Kundeninterviews einfach mal zeigt, hier guck mal, wir haben hier reale und gute Ergebnisse. Also das hier sind so Sachen, die man ja üblicherweise in einem Verkaufsgespräch macht und das muss man halt runterbrechen in einzelne Videos und die entsprechend machen. Also im B2B ist es sehr, sehr einfach, also häufig im B2B beziehungsweise allgemein in einer Nische ohne viel Konkurrenz ist es sehr einfach, über YouTube Leads zu gewinnen. Also dann reicht dieser Content hier aus. Übrigens andere Sachen, also das ist der richtige Content. Man könnte jetzt noch irgendwelche Videos machen, so 5 Tipps, wie du dies und das erreichst. Das sind Videos, die konvertieren nicht gut. Die braucht man da auch einfach gar nicht. Aber das führt uns zu weit für dieses Video. Und im Zweifelsfall einfach diesen YouTube-Workshop anschauen, den ich da einmal gezeigt habe, dieser 2-Stunden-15-Workshop. Da gehe ich da mehr im Detail darauf ein. Können wir auch hier entsprechend einmal verlinken für alle Leute, die es interessiert. So, also, wie ist es jetzt in vollen Nischen, also zum Beispiel im Bereich Dating oder Finanzen oder Fitness, wo man halt einfach hunderte oder vielleicht sogar tausende Konkurrenzkanäle hat. Nun ja, dann mache ich im Prinzip auch im Wesentlichen das, was ich in einer leeren Nische machen würde. Aber zusätzlich gibt es halt dann noch weitere Punkte. Also zum Beispiel, dass ich einfach meinen USP mehr herausarbeiten muss, dass es dann um sowas geht, wie dass ich meine Persönlichkeit zum Beispiel mehr zeige. Menschen kaufen ja auch von Menschen, weil sie einfach merken, diese Person passt zu mir, die vertritt meine Werte oder die finde ich sympathisch. Ja, also, dass man einfach mehr seine Stärken rauskehrt. Also häufig wird das auch als Authentizität bezeichnet. Und das ist sehr sinnvoll, wenn man authentisch ist, also sich mehr so zeigt, wie man wirklich ist, weil man dann ja auch mehr von den Leuten anzeigt, die einen gut finden, für so wie man entsprechend ist und mit einem arbeiten wollen. Also Persönlichkeit mehr rausbringen, sehr wichtig. Trauen sich häufig viele Leute nicht. Aber das ist ein großer Hebel. Und natürlich dann auch entsprechend diese Videoformate. Also, dass man neue individuelle Videoformate findet. Ist natürlich schwer, da jetzt eine Pauschalanleitung zu geben. Also auch sowas ist dann etwas, was wir in einer individuellen YouTube-Beratung entsprechend machen können, dass wir da Videoformate entwickeln, die für dich dann auch funktionieren. Plus natürlich, was auch sehr sinnvoll ist, ist dieser Content Deep Dive. Also Videos, die einfach mehr in die Tiefe gehen, die mehr Lücken im Verständnis schließen, die einfach mehr Vertrauen aufbauen. Also das, was wir auch mit diesem langen YouTube-Workshop gezeigt haben. Oder auch im Prinzip, was dieses Video hier ist. Das hat ja auch einen ähnlichen Effekt. Auch das sind sehr sinnvolle Formate. Wichtig, das sollte ich vielleicht hier noch dazu sagen, es geht bei diesen, ja, das ist nicht in der Präsentation, aber das ist total wichtig eigentlich, weil man hier sehr viel falsch machen kann. Solche Videos, die sind ja jetzt nicht in ein paar Minuten erstellt, da fließt ja ein bisschen Vorbereitungszeit rein. Und wenn ich da jetzt einfach mehr Zeit reinstecke, dann will ich ja auch, dass ich dann einen guten Return dafür bekomme. Und diesen guten Return kann ich ja nur dann bekommen, wenn erstens ich das richtige Thema wähle, das jetzt wirklich relevant ist für meine Zielgruppe. Man kann sehr leicht an der Zielgruppe vorbei produzieren. Dann zweitens, dass Titel und Thumbnails so interessant sind, dass Leute auch entsprechend auf dieses Video klicken wollen. Titel und Thumbnails haben einen abstrakt großen Hebel auf YouTube, weil niemand weiß ja, wie gut ein Video ist, bevor er es nicht geguckt hat. Und gerade wenn jetzt ein Video lang ist, zum Beispiel eine Stunde geht, dann sind Leute natürlich skeptisch. Soll ich da meine Zeit jetzt wirklich rein investieren oder nicht? Das ist anders bei einem 2-Minuten-Video, da braucht man sich nicht so viel Mühe geben. Aber hier Titel und Thumbnail, also das Vorschaubild, sind unfassbar wichtig. Sonst habe ich den Content ja auch einfach für nichts produziert. Dann klickt ja einfach keiner. Und zu guter Letzt der Hook, die ersten Videosekunden müssen stimmen. Weil, wenn so ein Video in den ersten Sekunden langweilig wirkt, dann klicken ja Leute auch wieder raus und gucken sich den ganzen guten Content hinten nicht an. Das heißt, die ersten Videosekunden, die müssen auch stimmen. Sonst ist es auch einfach für die Tonne produziert. Also diese Strategie, dieser Content Deep Dive, hat halt so High Risk, High Reward sozusagen, weil man steckt relativ viel Zeit rein und wenn man es gut macht, lohnt sich das immens, weil man einfach so viel mehr und bessere Anfragen bekommt. Wenn man es schlecht macht, dann verliert man halt relativ viel Zeit. Also das ist das Format ist schwierig und ich würde es erst empfehlen, wenn man dann auch gute Erfahrungen gesammelt hat. Also wenn man, ja, also wenn man auch schon mal viele Kunden wirklich betreut hat, wenn man die Zielgruppenkenntnis hat, die Probleme kennt, die Wünsche kennt und so weiter und so fort. Ist ein wichtiges Format, riesiger Hebel, aber man kann es halt auch einfach falsch machen. Im Zweifelsfall einfach mal bei uns entsprechend melden, dann gucken wir uns das individuell an, wie du das für dich umsetzen kannst. Kannst mir auch gerne schreiben auf Facebook, LinkedIn, Instagram, sowas in der Richtung, wenn du dazu Fragen hast. So, das heißt, das Wichtigste in Kürze, was müssen wir uns jetzt hier also merken? Erstgespräche sind natürlich nicht tot.
Es wird allerdings zunehmend schwerer, noch Erstgesprächsleads zu bekommen, weil sich viele Leute an Überversprechen die Finger verbrannt haben, weil wir diese Umverteilung zu den Marktführern haben, die einfach diesen professionellen Außenauftritt haben, und weil sich dieses Kaufverhalten umdreht, also die Recherchephase wird länger, und die Leute, die einfach sehr gut sind, die Lücken im Verständnis zu schließen, die bekommen natürlich dann auch direkt die Leute, die schon in der Recherchephase eine Kaufentscheidung treffen, und die Beratungsgespräche, die werden dann zu Bestellungen, die man letzten Endes annehmen kann. So, also das heißt, Erstgespräche sind schwerer zu bekommen. Das heißt, das Vertrauen vorzuverlagern, vor das eigentliche Verkaufsgespräch, das wird zunehmend wichtiger. Leadmagneten sind da nur bedingt eine Lösung, da ja für die Eintragung zu diesem Leadmagneten, da muss ich ja meine Kontaktdaten hergeben, da ist ja immer noch Vertrauen notwendig. Das heißt, ja, Leadmagneten kann man nutzen, aber die machen den Sales-Prozess auch komplizierter. Und besser ist es, wenn man die Ursache angeht, also hier einfach beim Traffic ansetzt, weil dann kann man immer noch auf Erstgespräche pitchen. So, das heißt, die Ursache, die wird mit Content gelöst. So, nicht jeder Content ist gleich. Das heißt, das, was der Content einfach machen muss, ist im Wesentlichen Vertrauen schaffen durch gemeinsam verbrachte Zeit, durch Tiefe, sowie die Lücken im Verständnis der Reihe nach schließen. Also mehr Zeit, mehr Tiefe, alle diese Verständnislücken schließen. Und wenn man das gut macht, nun, dann gibt es natürlich auch wieder viel mehr warme Erstgespräch-Leads. Jetzt gibt es dafür einige Content-Formate, die sich anbieten. Man könnte beispielsweise ein Buch schreiben, aber Bücher schreiben ist halt einfach aufwendig. Da ist man einfach mal eine ganze Zeit beschäftigt. Und außerdem muss man ja dann dieses Buch auch wieder vermarkten. Man kann auch einfach entsprechend YouTube als Content-Plattform nutzen und da einfach Videos produzieren, die nämlich genau diese Effekte haben, wenn man es richtig macht. Darum ist meiner Meinung nach YouTube auch einfach die beste Content-Plattform, weil Videos einfach extrem überzeugend sind. Man kann da auch genau diese Deep-Dive-Videos machen. Man wird gefunden von Interessenten, man wird entdeckt von Interessenten und das für immer, selbst wenn man nur einmal die Zeit reinsteckt. Das heißt, wenn man YouTube richtig einsetzt, dann bekommt man auch wieder hochwertige Erstgespräch-Leads und dann macht Business auch wieder so richtig Spaß, wenn man Anfragen bekommt von Leuten, die die eigene Expertise schätzen, die mit einem arbeiten wollen. Dann lohnt es sich nicht nur finanziell, sondern es macht auch einfach viel, viel mehr Spaß.